Warte, schau mal. Der dort hinten. Das ist doch der Dings da, der. Der Dings, Eben, der Dings, der vom Fernsehen. Was, der Trütsch? Der Trütsch, sieht jetzt aus wie der Trütsch. Nein, nein, gibt ja nicht nur den Trütsch am Fernsehen, oder? Man könnte es aber meinen, so viel, wie man den dort immer sieht. Aber der, den jetzt dort hinten siehst, das ist doch nicht der Trütsch, das ist der, der mit der Glatze. Mit der Glatze? Ja. Ja, was? Ja, der Trütsch, der Glatze, ja? Ah, der Kocek! Der Kocek sitzt im Salweg zu Zürich in einem Kaffee und isst eine Cremeschnitte. Ja, wieso nicht? Weil der nur ein Schleckstängel ist, das weiss man, denke. Also, du lest ja schon gar nichts am Fernsehen. Ja. Nein, nein, das ist der Dings da, der mit mir immer so Sprüche macht. Der Remo Fein. Remo Fein, einer, der grösser ist als der Remo Fein. Grösser als der Remo Fein? Ja, das kann jeder sein. Das kann nicht jeder sein. Nein, nein. Der Walter Andreas Müller zum Beispiel, der geht doch am Fein höchstenfalls bis dahin. Nein, das ist der Dings. Komm jetzt einfach nicht auf dem seinen Namen. Der mit dem Schnauz. Der Kleibi. Kleibi hat ja selber so einen Schnauz. Ja, natürlich hat er einen Schnauz. Damit man nicht sieht, wie er die Lippen bewegt, wenn er mit dem Bauch redet. Ja, aber der redet ja nicht mit dem Bauch, oder? Nein, der redet mit der Serviertochter. Die Himmel dann auch so an. Das ist ihn. Der, den ich schon lange eine Unterschrift von ihm. Der Kurt Aschbacher. Du machst mich noch wahnsinnig. Der Aschbacher. Der Aschbacher würde jetzt alle in so einem uralten Job umeinander laufen. Der Aschbacher ist doch neumodisch, oder? Ah, und der dann ist altmodisch. Nein, der ist nicht alt und nicht modisch. Der ist am Skilift. An der Akkola. Dracula fährt doch nicht Ski, oder? Nein. Der macht einfach nur dumme Sprüche am Skilift. Steht einfach immer umeinander. Wo? Am Fernsehen? Nein, ja, am Radio auch, ja. Ach so, du meinst den Sketch vom Skilift? Ja. Das soll ich im Nachtexpress bringen, da, ja. Mit dem Dings da, mit dem, ja. Mit dem Dings da, der mit den Glatzen und mit dem ja, Schnauz. Ja, genau. Ach so. Der, der nicht mehr sagt, ja nein, Kollege, ja nein, aufschliessen, gell, aufschliessen. Mit den Ohren hinter den Litzen, die vorne wird es eng, gell, der. Ja. Kriegst doch jedes Mal Skier in den Kasten rein, wenn du den hörst. Und jetzt weisst du nicht mal, wie er heisst, ne? Ja, natürlich, das ist der Dings. Der mit den Glatzen, mit dem. Der, der immer den Löli macht. Du, gell, den Löli nimmst also zurück. Nein, wenn einer den Löli macht, bist es du. Und das für den, das ist der Ding. Der Werner von Esch. Sag ja die ganze Zeit! Ja! Also, und der sitzt dort an dem Tisch? Ja, und du stehst jetzt auf und holst eine Unterschrift für mich von ihm. Ja, komm, der ist doch sicher inkognito. Nein, der ist in Zürich dort an am Tisch. Inkognito heisst, dass er nicht erkannt werden will. Ach, und überhaupt, das ist gar nicht davon. Er ist der gleiche dem ein bisschen, ja. Das ist denn, du gehst jetzt los, hopp. Also bitte, gut, was meinst du, gut, also. Werner von Asch. Werner. Mein Schwarm seit bald 80 Jahren. Schreibt er etwas auf die Speiskarte? Wahrscheinlich ein Telegramm mit einer persönlichen Widmung für Eveli Kiffler. Yes, das ist mein schönster Tag in meinem ganzen Leben. Ja, das war er nicht. Ja. Aber er hat gesagt, er sei schon manchmal mit dem von Esch verwechselt worden. Ja, was? Das ist denn? Wieso hat er dir dann ein Telegramm geschrieben? Hm? Sag doch gerade noch ein Velogramm. Hm? Da hast du deine Unterschrift, bitte. Ja, was soll jetzt das heissen, du? Heinz Randenberger. Nein, das hat er nur so geschrieben, weil er in Subito sein wollte. Inkognito. Das sage ich ja, oder? Nein, das ist der von Nest. Schau doch mal, mit was der das geschrieben hat. Was mit was? Mit Rotstift. Walter Andreas Müller.